wurde schon auf unser Projekt, das irgendwie im Zentrum steht, der Volksschule Hietzing verwiesen. Farben der Deportation. Das Ziel war, einige Orte das in einer kleinen Gruppe in zwei Reisen getan. Und ich möchte nur den Beginn des ersten Reiseberichtes über die Reisen nach Terezin und Oswiecim, also nach Theresienstadt und Auschwitz, vorlesen. Plötzlich ist es Frühling, dann steigt die Sonne und ein milder Geruch, so als stünde er schon vor der Tür der Frühling am 18. Jänner. Das Reiseziel, Theresienstadt und Auschwitz, auf dem Bahnhof Gespräche vor dem Würstelstand, Fußball, ein Unentschieden, eilig, für diesen Zug sind Platzkarten nötig. Theresienstadt ist nur ein Name. Was uns dort erwartet, wer kann es wissen? Vorbereitung, worauf? Auf den Spur der Deportierten. Seit mehr als 10 Jahren möchte ich ihren Weg nachvollziehen. Diese Strecke, das damals mit dem heute vergleichen. Wenn wir das heute in den Griff kriegen, dann ist das schon etwas. Keine Viehwaggons, nur Reiseproviant bei OK oder Anker. Aber wenigstens keine unnötigen Annehmlichkeiten, kein Luxus. Der Alltag eines gewöhnlichen Reisenden eben. Pünktlich die Abfahrt, das Arsenal verschwindet, am Baumarkt vorbei, gleißende Sonne im Gegenlicht, die Donau blau und glatt, bald Felder und Rehe. Waren das Schwäne, die im Acker saßen? In Auschwitz soll es einen zahmen Fuchs gegeben haben. Und der Vater einer Kollegin musste sich nach einem Besuch im KZ übergeben. Er war im Krieg gewesen. Und die Kinder einer anderen Mitarbeiterin meinten, da will ich nicht mehr hin. Zugkarten hätte ich auch bei